Naturwissenschaft, Technik, Mathematik, Informatik gehört da auch dazu, oder? Das ist das Handfeste und wir wollen zu essen haben, bitte. Und wir wollen warm haben können. Wir müssen unser mit dem Gasherd warm machen können, kochen können. Da muss uns niemand aus ideologischen Gründen den Gashahn abstellen, oder? Die Schweiz ist da nicht so problematisch, aber Deutschland eben schon. Die haben halt mit problematischen Entscheiden in der Vergangenheit da einen Kurs gestellt, dass sie abhängig sind vom russischen Gas, aber abhängig wirklich und zwar eben fundamental abhängig. Das heißt, die Grundversorgung und in erheblichem Maße eben auch dass die Angestellten und dass die Arbeit da ist, hängt am russischen Erdgas. Und da kann man doch nicht erwarten, dass die dann in diesem Bereich sich derart schädigen würden, um einen kompromisslosen Selenskyj aufrechtzuerhalten. Das kann es ja nicht sein, oder? Aber das wird von CH Media und den linken Kreisen in der Schweiz eben gefordert, oder? Aber ganz klar, es gibt ein paar Länder, Ungarn gehört auch dazu, Bulgarien, glaube ich, und eben Deutschland, die sagen nein. Zum Glück braucht es da Einstimmigkeit in der EU. Der Gashahn wird nicht zugedreht von russischem Gas. Das heißt, man bezahlt das eben auch und deshalb, ja. Aber das ist halt eben Faktum und ich unterstütze das sehr mit, dass Annalena Baerbock, deutsche Außenministerin, dass die ihr eigenes Land, man darf sich nicht selber schädigen. Ja, das ist eben schon auch ein Grundsatz. Und was sie auch schon gesagt hat, sie wird auch in Deutschland, auch von linker Seite, eben auch von den Medien so angegriffen und herausgefordert und man versucht sie so zu bearbeiten, dass sie ihren Kurs ändern würde. Sie macht's nicht aus einem guten Realitätssinn heraus. Da ist auch gesagt worden eben, drehen Sie den Gashahn ab. Und sie sagt, nein, das geht nicht. Und wir müssen eben auch schauen, also den Gashahn abschalten geht sowieso nicht. Die hätten einen Aufstand, die Rechten dort, oder die sagen, ja, eben, wir schauen zu den einfachen Leuten und so. Die hätten dann wieder Zulauf und das gäbe eine Staatskrise in Deutschland. Das ja nicht, oder? Die haben jetzt wirklich ein super Team zusammen, schön vielfältig aufgeteilt. Es gibt die Sozialdemokraten, den Ministerpräsidenten Scholz. Es gibt eben die Grünen, die ja integriert sind, sehr schön neu. Intelligente Leute, intelligente Kräfte dort. Und die FDP ist auch dabei, die Liberalen. Das ist ganz wertvoll mit dieser Wirtschaftskompetenz, oder? Das ist ein super Team, da glaube ich, das kommt gut. Und sie hat dann gesagt, oder? Die beraten das natürlich, beste Intelligenzen aus den verschiedenen Bereichen, das ist notwendig, oder? Wir brauchen keine linken Ideologien. Wir brauchen den Realitätssinn und das ist eben auch, dass man den Gashahn nicht abstellen kann und dann heißt es, dann muss man das Gas von einem anderen Ort beschaffen. Und das heißt, man nimmt das Gas bei anderen einfach weg, bei den, die den Preis dann, der Preis geht ja auch hoch jetzt, oder? Die dann den Preis dann nicht bezahlen können. Und dann drängt man die weg und das gibt dann dort wieder dann treibt man die Staaten dort auseinander. Das ist jetzt wirklich ganz schlecht. Wir müssen schon zusammenbleiben, wenn man so will, die Herde muss zusammenbleiben, damit der böse Wolf, das wäre jetzt als Bild der Aggressor, da nicht ein Schaf um das andere dann rausholt, oder? Zusammenbleiben, das hat eben Annalena Baerbock vor ein paar Tagen im deutschen Fernsehen so gesagt.
unbedingt zusammenbleiben, nicht einfach den Schwächeren jetzt das Gas wegnehmen, sondern das Gas müssen wir halt haben, oder? Und es gibt andere Wege, oder? Zum Beispiel eben einen maßvollen Kompromiss suchen, möglichst schnell, oder? Mit den beiden, die dort im Streit, die direkten Streitbeteiligten dort, oder? Also das macht mich sehr hoffnungsvoll, dass wir diesen Umbau machen können. Ich komme jetzt zurück auf die persönliche Ebene. Und zwar, aktuell als Einleitung möchte ich gerne hier das neue Cover des Buches Investment Banking of Life zeigen.